herzlich willkommen zurück in Akkon, in der Welt von Assassin's Creed 1. Wir müssen zurück zum Büro. Das wäre fast schief gegangen. Und ich wechsle jetzt mal lieber auf die... Falls wir... Falls wir irgendwelchen unliebsamen Bogenschützen begegnen, können wir den gleich mal ein Begrüßungsgeschenk entgegenschicken. Huch, da wäre ich jetzt fast drüber gesprungen. Okay, können wir sogar. Können wir sogar. Es gibt nichts, was wir nicht können. Ja gut, da kommen wir jetzt vielleicht doch nicht rüber. So einfach. Sehr schön. Nein, ich bin zu früh gesprungen. Nein, und auch nicht wegtreten. So, hier auch. Ich glaube, es kommen keine Bogenschützen mehr, die wir ausschalten müssen. So, wo ist jetzt nochmal das Büro? Da hinten war's. Naja. Da ist das Büro. Wir können reingehen. Alter, ihr! Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein. Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ja, man ist bestimmt nicht gemerkt, dass ich was getrunken habe. Komplett unauffällig. So, vorgespult zu aktuellen Erinnerungen und wir bewegen uns in Richtung Richard. Ich habe jetzt keine Ahnung, wer Richard oder sonst wen ausschalten sollen ist. Aber eigentlich scheißegal, solange Altair das war. Ist. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. So. Ja. Sie laufen wieder. Ich habe es, ich bin mir ganz sicher. Nein, die sind alle alarmiert. Ja, ich würde gerne ein bisschen laufen. Danke sehr. Wollte ich gar nicht. Entschuldigung. So, jetzt können wir ein bisschen laufen. Jetzt ein bisschen sprinten. Na, da haben wir, hätten wir ein paar. Wie hießen die nochmal? Keine Ahnung, wie die jetzt nochmal hießen. Weise oder so. Aber brauchen wir jetzt nicht. Die gehen mir auch viel zu langsam. So. Nein, nicht umrennen. Die Typen hier alle nicht umrennen. Kein Aufsehen erregen. Bürger, bleibt stark in eurem Glauben. Möge der Weg auch steinig und der Prüfungen viele sein. Wisset, dass Gott so über euch wacht. Seine Hand wird unsere Tat. Da gibt es recht viele Gangster hier anscheinend. Also die Passage hier hinten ist gesäumt von denen. Zweifel sind die Waffen unserer Müssen wir ganz schnell gucken. Okay, da vorne ist ein Spalt, durch den wir durchkommen. Dann retten wir erstmal den Bürger da hinten. Vergiftete Worte, wo geht er hin? Dann retten wir erstmal den Bürger hier hinten. Will mir denn niemand helfen? Ja klar, in der Situation würde ich auch fragen, will mir denn niemand helfen? Und würde nicht schreien, ey, ich brauche Hilfe. Ich dachte jetzt schon, jetzt geht's los. Kann er das kontern? Nicht mehr. Hat er das kontern verlernt, wa? So.
Danke sehr. Danke euch. Danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen. Das schwöre ich. Das schwört sie. Ja, das ist schön, wenn sie das schwört. Aber es wird nicht passieren. Wir wissen es. Jawohl, da erscheinen ja diese Patriarchen. Dadurch. Wow, wow. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akon, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten, eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Der Rest von ihnen folgt. So, jetzt muss man ganz schnell gucken, haben wir hier irgendwo solche Weise. Oder müssen wir da über... Alter, müssen wir darüber. Aber ich sehe keine Weisen. Oder übersehe ich es jetzt bloß? Da könnten wir vielleicht hoch. Würden wir auch nicht gesehen. Doch, da werden wir gesehen. Warum würde jemand so etwas tun? Was tut dieser Tölpel? Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Da kommen wir nicht hoch. Okay, interessant. Er hat nichts, woran er sich festhalten kann. Auch einen Grund für seine Tat. Natürlich gibt es da einen Grund. Warte, wo ist sein... Das Ziel ist da hinten, okay. Mal gucken, wie schnell was und ob wir es reinschaffen. Ja, die Frage ist eher, ob wir es reinschaffen. So. Ja, das mit dem Runterfallen beherrsche ich jetzt auch. Ach, wir können da einfach rein! Gott, sagt das doch jemand. Das muss man mir schon sagen. Weil da haben sich vorhin doch diese Wachen so hingestellt. Huch. Was willst du? Haltet eure Augen offen. Big Mac und 20er Chicken. Ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Wir sind nicht da. Wir sind nicht da. Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. So. Ihr kommt mir bekannt vor. Euch fehlt es an Hingabe und Beharrlichkeit. Schlimm, Problem. Ihr schwatzt und spielt. Und euch übertragene Pflichten werden schwerlich oder gar nicht erfüllt.
Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen. Ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und okay. Wir hören da hinten Richard, Philipp irgendwas reden. Es stört die aber anscheinend alle nicht. Die beobachten mich zwar, aber es scheint ihnen scheißegal zu sein. Sag wer. Solltet ihr euch von dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken. Bevor wir Gewalt anwenden müssen. Schließe die Tore! Lasst den Assassinen nicht leben, den Kopf. Euch hol ich mich. Na geil, bloß weil ich die... Ah, Gott. Bloß, weil ich diese Leiter nicht bekommen habe. Wo ist mein Attentatziel? Ach, da ist das. Das Attentatziel ist hier. Ich muss ihn bloß runterschubsen. Aber erstmal die anderen ausschalten. Die muss ich so oder so ausschalten. Ah, das wird... Das ist blöd auf dem Dach. Auf dem Dach ist das richtig blöd. Boah. Ja, ich müsste mal runterfallen hier. Krieg die Krise. Ja, Dach ist blöd. Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein... Ja, indem ich ein Messer werfe, ich weiß. Okay. Müssen wir den ganzen Scheiß nochmal machen. Ich hoffe, ich erwische dieses Mal die Leiter. Das wäre ein bisschen... Er ist ein toter Mann, wenn er sich erneut hier zeigt. Ein bisschen einfacher. Hallo. So. Ist jetzt wieder hier rein. Haltet eure Augen offen! Er wird bestimmt wiederkommen! Ich werde bestimmt wiederkommen. Aha. Wenn ich überhaupt gemeint bin. Ich weiß ja gar nicht, ob ich gemeint bin. Das wäre auch mal interessant zu wissen, ob ich da gemeint bin. Weil ich war ja noch nie hier. Ihr dürft nicht hier sein. Geht, bevor wir Gewalt anwenden müssen. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Na geil. Na, wo ist er denn? Das hätte ich ihn beinahe übersehen. Verloren meine ich. Übersehen. So. Was ist da unten eigentlich? Da ist bloß Gefängnis, okay. Ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mal oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel an euch statuieren muss, um Gehorsam zu erlangen, dann soll es so sein. Ihr werdet beschuldigt, auf Wache gehurt und getrunken zu haben. Was habt ihr zur Verteidigung vorzubringen? Mein Herr, bitte, wir dachten uns nichts dabei. Wir haben uns vergessen. Es kommt nicht wieder vor. Bitte fall nicht runter, bitte fall nicht. Ungehorsam breitet sich aus wie eine Seuche. Er soll ausgerissen und getilgt werden, auf dass eine Ausbreitung verhindert werde. Geht. Habt ihr mich verstanden? Ja, mein Herr. Natürlich. So, mal schauen. Ein paar Messer wären verteilt. Und da ist... Oh, das war er gar nicht. Hey, wir müssen wir umbringen? Also, was ist unser Attentatziel? So mal. Ach, das war unser Attentatziel. Okay. Eure Ränke sind gescheitert. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und... Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Für Konrad?
Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard, der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild. Akon gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt. Eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Wir, die wir von guten Absichten sprechen. So. Ich würde mal sagen, wir müssen jetzt noch ganz kurz aufräumen. Und hier am Boden geht das ein bisschen einfacher, nee, als auf dem Dach. Tschüss. Wir treffen uns irgendwann vielleicht mal im Jenseits wieder. In ein paar Jahrzehnten. Wobei die Frage ist, ob wir den überhaupt treffen wollen. Ach Gott, wieder das Drücken vergessen. Aber macht gar nichts. Alter, wie viel Sinn das denn? Aber ihr werdet jetzt einer nach dem anderen ausgenockt. Na komm. Ah, Konter auf Lin. Konter nach hinten. So, jetzt du. Kann sie ja nicht sein hier. Ach, jetzt hat er den anderen ausgewählt. Was hat er denn für einen Motorradhelm auf? Der sieht ja geil aus. Dieser Motorradhelm. Ha! Da ist er meinem Konter erlegen und der hat jetzt ein paar Sekunden Schlaf oder so. Kann das sein? Ah, ich drücke immer zu spät. Ah, ich bin darauf nicht vorbereitet. So. Noch ein paar. Hm, da nützt ihm das Kettenhemd auch nicht viel. Du wärst weg. Ah, gar nicht so übel, die Typen. Vor allem mit dem Motorradhelm nicht. So. Reinitialisierung. Unser nächstes Ziel ist mal wieder das Büro. Und damit verabschiede ich mich für heute. Bis bald.